Leute, ich bin's, der Claudio, und ihr seid hier auf meinem Kanal. Freunde, ihr habt schon im Titel gelesen, heute gibt es etwas Besonderes. Und ich bin nicht alleine. DK ist auch am Start. Freunde, heute haben wir ein Geburtstags-FAQ und... Nicht Leute, Freunde. Ja, hab ich doch schon gesagt, Freunde. Achso, du hast nicht aufgepasst. Egal. Doch, hab ich. Ja, egal, Freunde. Auf jeden Fall haben wir heute eine Geburtstags-FAQ und ich starte auch direkt mit der ersten Frage. Und zwar, was ist eure Gemeinsamkeit, DK? Hat jemand gefragt, ja? Hat jemand in die Kommentare geschrieben, ja. Unsere Gemeinsamkeit ist, dass wir am gleichen Tag Geburtstag haben. Ganz genau, Freunde. Das wäre die erste Frage, die schon mal geklärt ist. Und das DK, Lustige ist, ja? Willst du es lustig erzählen? Wir haben es erst nach ein paar Jahren erfahren, ne? Ja. Das ist crazy. Also ich erkläre euch mal, was wir heute machen, Freunde. Wir spielen Zauber auf Fels und ich habe eine Fragerunde auf Instagram gestartet. Übrigens, ihr könnt mich und DK auf Instagram, ihr könnt uns beide mal kurz folgen. Und dann könnt ihr zurück zum Video kommen. Freunde, und zwar, ich glaube, Shift-Lock ist doch nicht immer so gut, DK. Ich habe jetzt Shift-Lock rausgemacht. Okay. Egal. Freunde, ich habe euch auf Instagram gefragt, stellt uns Fragen und ihr habt uns Fragen gestellt und die beantworten wir jetzt. Wir spielen dabei Tower of Fels. Ich glaube, Tower of Fels ist keine gute Idee. Ich habe das noch nie gespielt, zu meiner Verteidigung. Verteidigung, ja, stimmt, DK hat das ja nicht oft gespielt, muss ich ihm recht geben. Tower of Fels ist aber auch das Schlimmste, DK, in Roblox. Also muss ich ehrlich gestehen, okay. Das ist schon das Schlimmste. Genau, DK. Dann kommen wir zur zweiten Frage. Und zwar, wie alt seid ihr geworden? Ich kann die beantworten. Ja. Ich bin 18 geworden und DK ist? Ich bin auch 18 geworden. Nein, du bist 19 geworden. 19, stimmt ja. Genau. Warte mal, Seite, Freunde. Ich fange mit der zweiten richtigen Frage an oder mit der zweiten oder mit der dritten Frage an. So, DK, eine coole Frage. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ich sag's mal. Freunde, ihr müsst wissen, früher, bevor ich jetzt hier auf YouTube und so weiter war, habe ich gestreamt. Also ich war früher auf Twitch unterwegs und ich habe gestreamt. Und der DK hat auch gestreamt. Und jetzt übernimmst du aber das Ruder, DK. Ja, dann war ich auf seinem Stream gewesen. Warst du wirklich in meinem Stream oder war ich in deinem? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Nee, du warst in meinem. Genau. Ach, ich glaube, du hast Leute gesucht, die mit dir spielen, ein FIFA, weißt du nicht mehr? Genau. Und dann kamst du mit deinem Kollegen. Ah, okay. Stimmt. Und dann war die korrekt gewesen. Dann haben wir das erste Mal zusammen gezockt. Genau. Dann das zweite Mal, dann auch mit Reden noch und so. Genau. Ja, und dann irgendwann haben wir sogar Nummern ausgetauscht, weil wir gemerkt haben, dass die Sympathie miteinander harmoniert. Ja. Also, dass wir harmoniert haben. Ja. Genau, Freunde. Also eine ganz simple Story eigentlich. Also wir haben uns online wirklich kennengelernt. Ihr müsst wissen, DK wohnt auch in Berlin und ich wohne ja in Bielefeld, wie ihr wisst. Und das aber ist durch das Zocken, ne? Zocken verbindet. Ja, Zocken verbindet wirklich. Auch lustige Story. Dann haben wir, ich weiß ja, vielleicht wird das den einigen was sagen. Wir haben Pro Clubs gezockt und dann habe ich sogar einen Pro Club-Spieler von dir abgeworben, weißt du noch? Nee, das weiß ich nicht mehr. Doch, den guten Freund von dir. Den habe ich abgeworben, den Stürmer. Ach ja. Ja, den habe ich von dir abgeworfen. Also, ihr müsst wissen, der hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, weißt du was, komm in meine Mannschaft. Genau. DK ist natürlich auch gut, aber naja, wollen wir es mal nicht zu sehr vertiefen. Hä, wie soll ich denn das schaffen? Ich bin jetzt, warte mal ganz kurz. Ja, wo bist du? Ich bin jetzt hier bei so einem Kreis und ich muss an so einem Leiter springen, aber so hoch kann ich doch gar nicht springen, oder? Doch, du kannst so hoch springen. Ich bin ja auch schon mal im Orangen, das geht. Dann manchmal wirkt das nicht so, aber man kann so hoch springen. Ach, ich bin runtergefallen. Okay, erzähl weiter. Ich bin auch runtergefallen. Ja, Freunde, und da ist echt eine... Warte, wie lange kennen wir uns, DK? Das ist auch noch eine Frage. Wie lange kennen wir uns? 6 oder 7 Jahre? Ich glaube schon, dass es so 2018 ist. 2017 vielleicht? Nein, DK. Mehr. Ja? Ja. Warte mal. Obwohl, nee, doch, du hast recht. 18, 18. 17, 18. Das könnte hin. Doch, du hast recht. Sorry, du hast recht. 17. 17, 18. Das müsste hinhauen. Genau, doch, DK. Du hast recht. Wir kennen uns seit 2018. Ja, das sind jetzt auch 5 Jahre. Bald sind es schon 6, ne? Und ihr müsst wissen, Freunde, also völlig abseits von Twitch damals haben DK und ich, also wir haben ja nicht durchgehend FIFA gezockt, hatten wir trotzdem Kontakt. Ihr müsst wissen, wir haben uns beide noch nicht einmal live gesehen, oder? Nee. Und ich schreibe mit ihm jeden Tag, obwohl ich ihn noch nie gesehen habe. Ja. Schreibe ich mit ihm jeden Tag. Wir schreiben jeden Tag. Du hast, glaube ich, mein Disney Plus Konto. Ich habe auch seine so Privatsachen. Guck mal, wir vertrauen uns so sehr, dass ich sogar ihm meine privaten Sachen gebe. Und Freunde, natürlich, macht das nicht. Also für euch ein Rat, macht das nicht. Gebt nicht einfach so fremden Leuten euren Disney Plus Account. Aber DK und ich sind ja erwachsene Menschen. Wir wissen beide, wie wir aussehen. Wir haben schon geskypt und alles. Und hat sich halt eine Freundschaft ergeben.
Und ja, deshalb, also hat sich das so ergeben. Aber trotzdem, für euch, gebt nicht einfach so eure Daten weiter. So, Moment, Dicke, lass mich mal kurz einmal schwitzen, dann komme ich zur nächsten Frage. So, okay. Ich suche uns mal eine nächste Frage raus. Was ist euer Traumpad in der Dopmi? Boah, du kennst gar nicht so viele, ne? Ich kenne dich alle nicht. Aber jetzt hier trotzdem, wie ich jetzt die Pads gesehen hast, vielleicht hast du dein Dreampad, also man sagt Dreampad dazu. Also, ich bin dir ehrlich. Ja. Der Phönix gefällt mir schon in Blau. Ja, ne, der ist schon krass. Dingster. Der ist schon krass. Ich bin nicht auch. Im blauen Neon. Also, mein Dream. Oh, was ist das denn? Hat sich gerade die Stage passiert? Geändert? Ja, oder? Lol. Ach, wir haben einen Bonus bekommen. Ach, ich glaube, jemand hat was dazu gekauft. Lol, habe ich noch nie gesehen. Aber egal, mein Dreampad ist tatsächlich der Papagei, DK. Ehrlich? Es gab einen Papagei. Ich glaube auch, das ist einer der wertvollsten Tiere. Es ist aber nicht legendär, oder? Ich glaube schon, dass es legendär ist. Das gab es aus dem Safari-Pack oder so, oder aus dem Jungle-Egg. Das haben wir auf jeden Fall, also das, da haben wir noch nicht Roblox gespielt. Deswegen habe ich es nicht. Junge, was ist das denn, ey? Ich mag das Spiel nicht. DK? Ja. Warum hat denn jemand jetzt extra was dazu gekauft? Das ist so frech. Weil es ist jetzt nur noch schwieriger für euch, ne? Also für mich auch, ja. Muss ich jetzt runter? Anscheinend. Ja. Genau, das, der Papagei. Und der Papagei ist auch echt einer meiner Lieblingstiere. Und ja, deshalb. Du magst ja Vögel. Ja, genau. Und der ist auch richtig wertvoll. Ne? Ich habe gesehen, der ist richtig, richtig wertvoll. Hast du den schon? Nee, wie gesagt, da habe ich noch nicht Adopt Me gespielt. Da müssen wir versuchen, die einen zu besorgen. Ja, das stimmt. Wird auch ein schönes Geburtstagsgeschenk. Das stimmt. DK, wie warst du in der Schule? Wie ich in der Schule war? Durchschnittlich. Ja. Ich war jetzt nicht der Beste, aber auch nicht der Schlechteste. Durchschnittlich. Okay. Du? Boah, ich war in der 10. Klasse der Jahrgangsbeste. Ehrlich? Muss ich hier an dieser Stelle mal raushauen. Da war ich der Jahrgangsbeste. Und zur Abiturzeit war ich auf jeden Fall im Durchschnitt. Also war ich nicht mehr der Jahrgangsbeste. Als ich meine Ausbildung geschafft hatte, was ich niemals gedacht hätte, war ich der Beste in der Abschluss in Mathe. Krass, in Mathe? Ja, hatte ich die beste Punktzahl gehabt. Boah, das ist krass, DK. DK, guck mal, wo ich bin. Ich bin ganz oben. Also nicht ganz oben, aber ich bin schon mal grün. Ich hatte erstmal keine Checkpoints, also dass niemand Checkpoints gekauft hat. Das ist das Problem an Zauberfels. Soll ich Checkpoints kaufen, DK? Nee, brauchst du nicht. Nee? Ich wollte eigentlich für mich nicht Checkpoints kaufen, aber egal. Ich komme hier nicht weit. Also ja, ich war auch so Durchschnitt. Jetzt dazu, was war dein Lieblingsfach, DK? Am Ende Mathe. Ehrlich? Ja, ja. Das war mein absolutes Hassfach. Weißt du, ich hatte in Mathe nur einen Punkt. Nur einen Punkt, ja, im Abitur. Das ist richtig krass. Also zur Abiturzeit hätte ich nur einen Punkt. Also ein Punkt ist DK komplett schlecht. Okay. Ist ein Fehlkurs. Was ist dein Lieblingsfach? Boah, ich muss ehrlich gestehen, ich glaube Deutsch. Also Deutsch, also Sport, klar, auf die Eins, aber ich glaube an sich dann Deutsch. Ja, Sport sowieso. Ja, Sport auf die Eins. Ich glaube, es gab nie bessere Fußballrunden wie damals in der Turnhalle einfach. Krass, wenn, ne? Wenn der Lehrer dir den Ball hingerollt hat und meinte, hier macht, was ihr wollt. Oder? Ja, safe. Safe. Boah, Bro, oder Basketball, haben wir auch viel gespielt. Mann, ich kann. Das Problem ist, Dick hat auch nicht die Fragen, weil ich hab's auf meinem Instagram gestellt und dort hat er nicht die Fragen. Habt ihr schon mal gepupst und das auf jemanden geschoben? Sehr ehrlich. Oh, jeden Tag. Ehrlich? Ja. Du bist ein schlechter Mensch. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, Claudio. Nein, DK, ich bin runtergefallen. Ich war auf grün. Ich war auf lila, was erzähle ich? Ach, ich war auf lila. Das macht mir überhaupt keinen Spaß, ne? Ich frage mich, es gibt wirklich Leute, die das freiwillig spielen hier. Nee, so stimmt das gar nicht, DK. Gibt es hier Belohnung oder so, wenn man ganz oben ankommt? Sobald, ja, Ehre und Ruhm. Wow. DK, sobald du einmal das richtig, also ein bisschen besser kannst, dann macht das schon Spaß, muss ich ehrlich gestehen. Also wo hapert's denn bei dir? Hier. Hier? Ja. Ich zeig's dir. Guck mal. Eigentlich ist DK auch relativ gut am PC. Guck mal, ich zeig's dir. Du musst so zurück, DK, also mit der, guck mal, du guckst erst die Wand an, dann musst du mit der Maus, also mit D und dann schnell auch wieder auf A. Guck, ich zeig's dir. Guck, siehst du? So. Dann springen. Hast du gesehen? Ich glaube, wenn man weiß erstmal, wie das geht, dann ist es richtig gut. Und DK ist eigentlich auch ein sehr, sehr guter Gamer am PC. Deswegen wundert es mich gerade. Also sehr, sehr gut nicht. Da habe ich euch ja gerade angelogen, sondern guter.
Also kann eine Tastatur und eine Maus halten. Richtig. Okay. Also gepupst, ob ich, ja, bestimmt. Ich habe schon mal bestimmt gepupst und es auf jemand anders geschoben. Bestimmt. Bestimmt. Bin mir gerade nicht sicher, wo. Aber bestimmt. Oh, ich hab's geschafft. Einmal. Oh, noch einmal. So. Wie groß? Wie groß ich bin? Ja. 1,87. Das ist schon groß. Ich bin 1,70, Freunde. Also, ich bin echt ein kleiner Zwerg. Claudio ist klein, aber fein, würde ich sagen. Oder, Dike, was sagst du? Auf jeden Fall, ja. Der hat Energie wie drei Große. Energie wie drei Große, ey. Ach, so, okay. Ja, gut, hier ist eine gute Frage. Wie geht's euch so? Wow, echt. Ach Mann, jetzt schaffe ich Hellblau auch nicht mehr, weil ich die ganze Zeit vorlesen muss. Dike, wie geht's dir? Mir geht's gut. Kannst du dich beklagen? Läuft alles gut mit Arbeit? Alles gut mit Arbeit. Zu Hause auch alles gut. Ja, sehr gut. Und dir? Mann, bei mir ist auch alles gut. Nur nicht, dass wir Tower of Hell spielen. Meine Güte. Warum suche ich mir das überhaupt zum Geburtstag aus, dass wir Tower of Hell spielen? Eigentlich ist so dämlich, ne? Hätten wir lieber 50 Eier aufgemacht. Ex. Ja, stimmt. Hätten wir lieber 50... Nö, ist doch richtig, hast du recht. Hätten wir lieber 50 Ex aufgemacht. Machen wir später vielleicht noch bei euch. Ja, genau. Freunde! Auch übrigens eine Frage, die ich jetzt vielleicht mal kurz kläre. Warum ich meinen Geburtstag zum Beispiel dieses Jahr nicht groß feiere oder... Ich feiere... Dike, feierst du Geburtstage? Also, ich liebe Geburtstage feiern eigentlich. Ja. Also, ob es meine sind oder andere, ich mag sowas. Ja. Weil das ist immer so ein Treffen. Ich habe einen riesen Freundeskreis und man sieht die halt alle selten. Weil jeder arbeitet, jeder hat seine eigene Familie. Und ja, so, das ist halt immer so ein Tag, wo man alle sieht. Und das ist immer schön, alle zu sehen. Das stimmt, da hast du recht. Da gebe ich dir recht tatsächlich. Also wenn man sich mit Freunden oder mit Familie trifft, finde ich das gut. Aber ich meine so dieses klassische Geburtstag an sich feiern, boah, da bin ich gar nicht so der Typ für so, für, boah, Geschenke und dann so feiern, dann singen und so. Nee, da bin ich, da bin ich komplett raus. So, ich genau, morgen kommen bei mir alle zum Frühstück. Ja, cool, das ist cool. Zum Frühstück, ja. Das ist zum Beispiel sehr, sehr cool. Das feiere ich. Freunde, zum Beispiel, ich wollte euch gerade erklären, warum ich dieses Jahr nicht zum Beispiel mit Tarn, Danja oder sonstiges oder mit Geschenken feiere, ist, wie beschreibe ich das? Also ich versuche es euch so mit wenig Detail zu erklären. Und zwar gab es bei mir einen kleinen Zwischenfall, privat, und deswegen bin ich dieses Jahr nicht, habe ich nicht so eine Lust, den Geburtstag so zu feiern, dass ich jetzt, keine Ahnung, Geschenke auspacke und so tue, als ob es cool ist oder ob es mir gut geht, deswegen habe ich es jetzt mal nicht gemacht. Aber genau, das ist so der Grund, warum ich dieses Jahr zum Beispiel nicht mit Geschenken gefeiert habe und sonstiges. Aber ja, vielleicht dann nächstes Jahr. So, ich guck mal, welche Frage noch da ist. Claudio, warst du auf der Hochzeit von Danja und wie war die Hochzeit von Danja? Freunde, ich möchte noch nichts vorwegnehmen. Weil es ist Danjas Hochzeit. Danja, soll ich mal lieber selber was dazu erzählen? Ich kann nur sagen, die Hochzeit war gut. Die war sehr gut. Gab ein paar kleine Fails. Gab es auch viele Lacher. Es war schön, viele alte Freunde und Gesichter zu sehen. Und mehr werde ich dazu nicht sagen, weil das kann Danja schön machen. Ich möchte ihr nichts vorwegnehmen. So. Kann mal Dike ein Face-Reveal machen? Gute Frage, Dike. Erzähl mal. Nee, also auf YouTube nicht, nee. Genau. Aber viele wissen ja, wie ich auf Instagram heiße. Da kann man ja sehen, wie ich aussehe. Genau. Aber so mit YouTube Facecam werde ich nicht machen. Genau. Also Freunde, ihr müsst wissen, wenn ihr wissen wollt, wie Dicke... Oh, ich bin runtergefallen. Egal, ist vorbei. Wenn ihr wissen wollt, wie Dicke aussieht, geht einfach auf Instagram. Hier auf YouTube wir reden ja viel privat und da habe ich mir auch ehrlich als Freund dazu geraten, DK, komm nicht mit dem Gesicht vor der Kamera. Weil, ich sag's euch mal warum, weil ihr müsst wissen, Dike ist eine Privatperson, also im Vergleich, er ist auch eine Person des öffentlichen Lebens, ja, er hat einen öffentlichen Instagram-Account, auf jeden Fall, aber Dike hat noch, sein Job ist nicht öffentlich, sagen wir es mal so, oder Dike? Ja, ne? Ne, ist nicht öffentlich. Genau, sein Job ist nichts öffentlich, also er ist nicht mit dem Gesicht vor der Kamera oder war nicht mit dem Gesicht vor der Kamera. Klar, wenn er mal irgendwann mit dem Gesicht vor der Kamera sein sollte, sprich auch vielleicht selber YouTube machen würde oder hätte oder tut, dann ist es so. Aber jetzt gerade ist es nicht so. Da habe ich mir auch als Freund geraten, nicht so, DK, mach das nicht, weil, keine Ahnung, stell dir mal vor, du willst deinen Job wechseln und dann gibt es halt so Videos mit dir, wie du mit so einem Jungen vor der Kamera mit einem pinken Hintergrund zockst und vielleicht gefällt das deinem Arbeitgeber nicht. Deswegen habe ich ihm gesagt, ey, DK, mach das nicht.
Und er selber wollte es halt auch nicht, muss man ehrlicherweise gestehen, deswegen passt das auch. Aber ihr habt trotzdem die Möglichkeit, ihn zu sehen, Herr. Man kann auch auf die andere Seite gehen, oder? Und meistens kommt es immer, kommt es ja aufs Gameplay an, oder was man sieht, oder was man fabriziert hier, Claudio und ich. Ja. Das ist ja die Kamera eigentlich so eine Nebensache. Unwichtig. Natürlich ist es manchmal lustig. Claudio reagiert zum Beispiel, dann gucke ich mir gerne sein Facecam an und dann, wie erstaunt er ist zum Beispiel, wenn ich eine Legendäre ziehe. Ja. Aber ja. Nee, ich gebe dir schon recht, das passt. Das passt ja. Oh Gott, jetzt kommt eine Frage, ne? Welches Hogwarts-Haus seid ihr? Ich bin ein stolzer Slytherin. Slytherin bist du? Nein, nicht ich. Da hat jemand geschrieben, dass die Person ein stolzer Slytherin ist. Ach so. Ich bin Gryffindor. Ich bin Haus. Warte, hast du mal einen Test gemacht? Ja, warte. Ich bin Gryffindor. Ich kann mir eigentlich bei dir Ravenclaw vorstellen. Ja, genau, Ravenclaw. Ich bin Ravenclaw, ja. Weil Ravenclaw sind so die Lustigen, die Schlauen. Ja, genau, mit Hermine und so, ne? Du weißt überhaupt nicht, was ich da sage, ne? Nein, ich habe Harry Potter noch nie gesehen. Also, er weiß es nicht, aber ich würde Claudio als Ravenclaw einen... Mann, Harry Potter ist so ein Ding, ich habe davon so viele in meinen letzten Jahren gehört, ne? Das ist, also ihr müsst wissen, René und ich, also ich glaube, René hat auch Harry Potter gesehen, ich bin mir nicht sicher, aber René und ich können wirklich über Harry Potter nichts mehr hören, weil wir haben so viel über Harry Potter schon gehört, dass wir sind für ein Leben gestraft oder es reicht. Deswegen fand ich die Frage jetzt so lustig. So, aber ja, DK ist Team Gryffindor, oder? Haus Gryffindor. Ich bin Haus Gryffindor. Es gibt so einen Test bei Potter and More. Ich weiß. Das ist richtig so von den Machern von Harry Potter. Ja, ja, ich weiß. Da kannst du dann halt herausfinden, welches Haus du bist. Und bei mir im Freundeskreis ist der Harry Potter sehr beliebt. Ich verstehe nicht, warum, ey. Ich glaube, man muss damit aufgewachsen sein. Also man muss es als Jugendlicher oder als Kind gesehen haben. Sonst ist es, weil ich habe einmal versucht, also das lief im Fernsehen zufällig, ich habe versucht, wirklich so 2 Minuten dran zu bleiben. Ich habe direkt abgeschaltet und ich dachte mir so, nee. Ach, ist schon spannend. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass mich das interessieren würde. Aber wie gesagt, ich bin so gestraft, weil, nee, ich möchte es nicht mehr gucken. Da fragt jemand, wann hat DK Geburtstag? Ja, DK, sag mal. Morgen mit Claudio. Nein, DK hat heute Geburtstag. Freunde, das Video seht ihr heute, wir haben es aber gestern gedreht, deswegen sagt er morgen. Und das ist auch der Grund, warum wir uns beide nicht gratuliert haben, weil es bringt ja Pech, ne? Dürft ihr nicht vergessen. So, okay, warte. Och, Mann, vielleicht DK, nehmen wir ja noch auf. 0 Uhr. Ja, vielleicht. Habt ihr Haustiere? Außer Claudio sich selbst, wow. Ich habe einen kleinen René zu Hause. Oh, hast du wirklich einen René? Nein, war ein Spaß. Ich habe keine Haustiere, ne. Ich wünschte, hatte auch nur nie welche. Nein? Nee. Wir hatten damals, wo wir klein waren, einen Hase gehabt. Das war's aber auch. Ich hatte tatsächlich nicht hier in Deutschland, sondern dort, wo ich geboren bin, hatten wir einen Papagei. Sei ehrlich. Cool oder cool? Schon cool, ja. Papagei. Ja, mein Cousin hat auch Papagei gehabt. Ja. Der hat immer so die... Wie war das? Papagei, was? Papagei. Papagei? Er hat auch Papagei gehabt. Ja. Und er hat immer die Klinge nachgemacht. Cool. Und er hat die aber 1:1 nachgemacht, dass die Familie manchmal aufgestanden ist, weil sie nicht wusste, ob jemand geklingelt hat oder ob es der Papagei war. Ja, das sind Papageis. Die sind die besten. Das ist wirklich cool, ne? Ich hatte auch so einen Ara tatsächlich. Also einen wie bei Aladdin, den roten. Hm. Ganz cool, ey. Ich vermisse den. Ich habe mir auch schon gesagt, wenn ich später mal, hoffentlich, mir ein Haus leisten kann, dann werde ich auch einen Garten machen, ein, wie nennt man das, Papagei-Haus. Werde ich auch selber machen, safe. So. Ja. Hier fragt jemand, ob du einen Lieblingshund hast, aber... Nee, also du hast jetzt keine bestimmte Rasse, die du so feierst. Ich mag Huskies. Die sind richtig cool. Die sehen richtig cool aus, ja. Oh mein Gott. Okay. Warum hat denn jemand die Zeit geskippt? Oh Gott. Junge, was ist das denn für eine Stage? Ich bitte dich. Also ganz ehrlich, die kommen nicht zu rot oder kurz vor lila. Das ist kompletter Müll, wirklich. Ich will auch gar nicht mehr. Sondern ich gucke jetzt weiter nach Fragen, weil ganz ehrlich... Das schaffe ich eh nicht hin. Wie bitte? Das schaffe ich das eh nicht hin. DK, Harry Potter oder Marvel? Freunde, ich trinke nebenbei meinen Tee mit veganem Honig. Also sowas ähnliches, also Honigersatz, sagen wir es mal so. Das ist schwierig, aber ich denke Harry Potter. Boah, ganz ehrlich, beides ist nicht so meins. Also Marvel ist cool, ja, ich habe auch viele Marvel-Sachen gesehen, aber
Ich bin jetzt kein Typ, der sagt, ey, ich bin der krasseste Marvel-Fan, so. Und ich kenne alles von Marvel, so deswegen bin ich da raus. Boah, coole Frage eigentlich, die ich jetzt gestellt bekommen habe. Und ich könnte mir auch wirklich mit dir, ich glaube mit dir, Sophia, René, könnte ich mir das gut vorstellen. Und zwar könnt ihr einen Podcast machen, bitte, steht da sogar. Also kurz zu dir, hast du schon mal überlegt, ob du einen Podcast machst? Nee. Ich bin ehrlich zu dir, ich komme mal ein bisschen raus. Ich habe wirklich überlegt gehabt, einen Podcast zu machen. Also ich wollte einen Podcast, YouTube und Twitch streamen, aber Freunde, das klappt alles nicht. Ich habe nicht die Zeit dafür. Aber ich wollte mal wirklich einen Podcast machen, wo ich auch ein bisschen so über ernste Themen tatsächlich spreche. Also auch nicht nur Roblox-Content, sondern wirklich einen Podcast auf Spotify mache, wo ich wirklich über ernste Themen spreche. So, keine Ahnung, so weißt du, also jetzt nicht politische Themen oder sowas, sondern eher so Themen wie, I don't know, Liebeskummer vielleicht oder sonstiges, weißt du, irgendwie solche Themen. Also ich habe jetzt nicht genau die Themen im Kopf, aber du weißt, was ich meine, oder? Ja, ja. So ein bisschen auch so private Themen, die so einen Menschen betreffen könnten. Solche Themen kann man auch in Streams bearbeiten oder auch in YouTube-Videos eigentlich. Wie bitte? Solche Themen kannst du auch als Stream machen. Hast du eigentlich recht? Ich könnte ja, gut, boah, das ist eine sehr, sehr gute Idee von DK. Ich kann ja theoretisch einfach mit DK irgendwas, keine Ahnung, wir können Bildbattle machen und dabei einfach so ein oder Podcast reden oder einfach nur reden und ihr, und es läuft nebenbei was, hat eigentlich DK recht. Also das könnte ich ja nicht, könnten wir nicht machen. Freunde, schreibt mal in die Kommentare, wollt ihr sowas sehen? DK und ich oder, keine Ahnung, Sophia oder René oder jemand anders. Ja, aber das ist eigentlich eine coole Sache, der wir vielleicht, ach Mann, ich habe keine Lust mehr, der wir nachgehen könnten. Machst du Sport, DK? Ich habe sehr viel Sport gemacht, aber jetzt seit, wenn meine Frau das hört, wird sie ausrasten. Ja. Aber seitdem ich eigentlich sie als Frau habe, mache ich keinen Sport mehr. Ja, aber man muss auch sagen, ja, aber auch einfach wegen der Zeit, da muss man einfach ehrlich sagen. Ja, genau, wegen der Zeit. Also jetzt nicht wegen ihr, sondern wegen der Zeit, ja. Ja, ja, genau. Also Freunde, bevor, liebe Grüße an dieser Stelle an DKs Frau. Wenn, ich sehe auch mal, was sie kocht, ich sag dir ganz ehrlich, also so wie ich sehe, was sie kocht, ich würde auch gar keinen Bock mehr haben, auch Sport machen zu, also ich würde danach auch keinen Sport mehr machen können. Es sieht alles immer so lecker aus und sie kocht auch wirklich gut. Sie kocht und, sehr gut, ja. Aber vielleicht fange ich wieder irgendwann an. Ich würde gerne Claudio mitnehmen zum Sport, um ein bisschen motivieren, aber wir wohnen zu weit weg. Genau. Und ihr müsst wissen, Freunde, warte, wo muss ich eigentlich hin? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss, DK. Ach, da drüben, okay, ich seh's. Ihr müsst wissen, Freunde, DK hat mich sogar mal eine Zeit lang sehr gut motiviert für Fitness oder beziehungsweise Fitness zu machen. Und ich habe auch dank ihm, muss ich sagen, zugenommen. Ich glaube, es waren 6 oder 7 Kilo oder sogar fast 10 Kilo habe ich damals zugenommen. Also, das müsst ihr wissen. Und, weil ich wollte aber selber zunehmen, weil ich selber unzufrieden war in meinem Körper. Deswegen, also, Freunde, versteht das nicht falsch. Jeder soll sich so wohlfühlen, wie er ist. Aber ich habe mich nicht wohl gefühlt. DK hat mir geholfen und hat mir gute Tipps gegeben. Ich habe direkt zugenommen, war auch zufrieden. Und DK war selber mal richtig schlank. Also du warst selber dünn, ne? Ja, richtig, ja. Und du hast dir dann auch selber nicht mehr gefallen und dann hast du einfach zugenommen, ne? Genau, 30 Kilo. Krass. Wie bitte? 30 Kilo. 30 Kilo, das ist schon also, heftig, Freunde. Viele denken ja, man macht nur Sport, um abzunehmen. Aber viele machen auch Sport, um zuzunehmen. Ja, das stimmt. Kann man. Oh. Mann, ich komme hier gar nicht weiter, ne? Das macht gar keinen Spaß, das Spiel. Ach, Dicke, du hast Schutz. Du kannst durch die. Du kannst durch die. Leuchtdinger, habe ich schon gemerkt, ja. Ja, wow, warum sagst du mir das nicht? Also, habe ich gerade erst gemerkt. Warum sagst du mir das nicht, Bro? Ich schwitze hier so mein Leben, dass ich da nicht dagegen knalle. Komm, wo ich bin, Dicke? Warte mal. Nein, aber man kann durchfallen. Ja, was sag ich denn? Aber wir haben keinen Checkpoint gekauft, das heißt, das ist nicht so gut. Ich habe jetzt nicht mehr failen. Bro, komm, wo ich bin, DK? Oh, du bist ganz oben. Ja, ach. Ich hoffe, ich schaffe es. Warte mal, ich muss mich konzentrieren. Wie sieht die Welt da oben aus? Ei, 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 ei. Sehr gut. Nein, DK. Ich habe Angst. DK, rate mal, wer ganz oben ist. Und sogar der Erste. Guck jetzt einfach, was in der Mitte stehen wird. Ich hab's geschafft. Ja, so, hier, was ich hier mache, brauchst du gar nicht zeigen in deinem Video.
Ich hab's geschafft. Ja. So, warte mal. Ja, sehr gut. Guck mal, wir haben noch 5 Minuten. Ich würde sagen, ich stelle dir noch ein paar Fragen. Lieblings-Roblox-Game, DK. Komm, auch raus. Adopt Me. Adopt Me meint's auch vollkommen. Ey, Freunde, das ist so krass, dass DK... Boah, ich hab das gerade richtig komisch ausgesprochen. Sorry. Adopt Me, ja, ist egal. Adopt Me. Dass DK ein so krasser Adopt Me-Spieler geworden ist, dass es ihm auch schon Spaß macht. Warum kommt nicht mehr Among Us nur mit dir und DK? Machen wir. So, okay, DK, ich würde sagen, ich mache noch eine Frage. Und die Frage wäre, weil, ach, ich sehe auch gerade, das ist von einer guten Kollegin von mir gestellt. Lieber eine Woche am Stück schlafen oder eine Woche am Stück rund um die Uhr in Bewegung? Rund um die Uhr in Bewegung. Ich glaube auch. Weil schlafen... du verpasst so viel, ne? Ja, erstens das und zweitens ist das nicht so gut für den Körper auch. Ja, die Bewegung auch nicht. Naja, aber rund um die, also ich denke mal, mit rund um die Uhr ist halt gemeint viel. Also natürlich musst du auch schlafen und so, weil das kannst du ja nicht, aber ich denke mal, die meint halt einfach eine Woche viel unterwegs oder eine Woche nur schlafen. Nee, da würde ich lieber viel unterwegs sein. Hä, Dike, ja, schaffst du das Erste? Das regt mich gerade richtig auf. Ich habe noch nie irgendwas hier geschafft. Warte, ich guck mal jetzt bei den anderen zu, weil irgendwie schafft das aber auch niemand. Ach, ich glaube, hier unten stehen. Warte mal, ich guck mal zu. Oh, was hat der denn für einen schönen Körper? Hallo. Ah, okay, die machen das kurz nachdem. Ah, hey, okay, ich sehe das jetzt. Bleib stehen. Ich hab's gecheckt. Die machen das kurz nachdem es geht, DK. Ich hab's gecheckt. So, Freunde, das war's mit dem Geburtstags-FAQ oder mit der Geburtstagsfragerunde von DK und mir. Wie gesagt, checkt gerne nochmal sein Instagram ab. Schreibt ihm dort alles, alles Gute zum Geburtstag, DK. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal. Und sollen wir mal einen Podcast machen, DK und ich? Schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ganz genau. Ciao.